auch ruhiges Ding. Ja, geschätzte Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der 25. Runde der Tippico-Bundesliga zwischen Spusa SK St. Pölten und dem FK Austria Wien. Und hier darf ich begrüßen unseren Cheftrainer Georg Zehnhofer. Georg, am Ende gab es eine 1:2 Niederlage gegen die Wiener durch zwei doch sehr, sehr unglückliche Tore. Wie hast du die heutige Partie gesehen? Ja, wie habe ich sie gesehen? Ich glaube, Beginn im Endeffekt, zumindest was wir vorgehabt haben, vielleicht schon etwas höher zu attackieren, weiter vorne der Austria unter Druck zu setzen. Jein, phasenweise, okay, nach einer Minute können wir mit Alex Schmidt in der Torchance, das sage ich immer, muss ein Tor sein, ist momentan nicht der Fall. Dann hat sich die Austria vielleicht ein bisschen besser eingestellt, ein, zwei Probleme mit dem taktischen Bereich ein bisschen bereitet, wo wir dann versucht haben, darauf zu reagieren. Ist besser geworden und dann sage ich so, gehen wir verdient in Führung, also verdient oder gehen wir in Führung. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste gewesen am Spiel. Und dann kommt genau die Situation, was uns momentan einfach killt. Das heißt, wir kriegen zwei Minuten später das Tor. Wir haben keine Sicherheit, können nicht die Austria vielleicht ein bisschen locken, dass die aufmachen müssen, sondern dann kommen die Gedanken wieder zurück, steht 1:1, schneller Ausgleich. Ich glaube, eine Standardsituation, glaube ich, Standardsituation, da müssen wir nachdenken, im Raum, auf dem Mann, das tut dann zu weh, das kostet zu viel Kraft, wenn man dann so ein Tor kriegt, eigentlich aus nichts, aus gar nichts. Dann geht es wieder los. Haben dann für mich zweite Halbzeit, das ist meine Meinung, haben dann umgestellt, haben dann auf Rauten gestellt, die für zwei und dann so, für mich hat die Mannschaft 25 Minuten hervorragend Fußball gespielt. Da bleibe ich dabei, haben die Austria total beherrscht, Austria keinen Zugriff mehr gekriegt, hat dann wenig Entlastung gekriegt, haben super kombiniert, haben die Tiefe, haben im Mittelfeld, haben es überzeugt gekriegt und haben mit Delapus eine Doppelchance, eine hundertprozentige Unterstangenschuss und dann war der Brenten, glaube ich, noch was war, dann war die Chance da, das ist die alte Leier. Da baust viel, da gibt es viel Gas, du musst in Führung gehen. Was passiert? Wir fallen am Ball, kriegen 11 Meter und dann ist dann nicht schwer, gewährlich zu werden. Weil dann ist die Austria clevere Mannschaft, hart, wir müssen spielen, kannte gut aus, haben so ein Schaltspiel, aber wir machen es nicht. Wir sind bereit, das Risiko zu gehen, haben wir gemacht, okay. Für mich waren das von 45 bis 70 richtig gut, das ist meine Meinung nach, kann ich genug Chancen aufzählen, zu dem Zeitpunkt war die Austria nicht da. Und dann passiert sowas. Und dann tut es halt richtig weh. Dann ist ja klar, dass der Austria das fertig spielt, haben die Kampfchancen, wenn man ausbaut, dann bist du dort und dann stehst du wieder mit Lara Hento. Jetzt in die Kabine, es sieht lauter niedergeschlagene Spieler, hängende Köpfe und ist heute, ja, sind wir nicht belohnt worden. Ist so. Wenn du daheim verlierst, das ist unter schlecht. Vielen Dank, darum eure Fragen bitte. Ja, Georg, jetzt geht Schlag auf Schlag, er spielt Dienstag und dann heute in einer Woche schon Halbzeit im Playoff. Bleibst du jetzt Trainer oder seid ihr jetzt auf der Suche, am Nachmittag vielleicht einen Bus zu setzen? Wie schaut da die Planung aus? Ja, momentan habe ich so viel zu tun mit der Mannschaft, wenn ich ehrlich, das ist das Unternehmen, alles ist jetzt rund um die Uhr. Kontaktsuche gibt es, ja, gibt es, weil ich mir trotzdem sage, vielleicht kann man nochmal einen Impuls setzen. Ich sage, bleibe dabei, Alltag war ein anderes Bild war okay. Ich kann nicht mehr sagen, dass der Rugby, was ich nicht da früher im Schlaf gemacht, wenn du nachgefickt hast um zwei in der Früh. Alte Leier, wir machen sie nicht, um in Telabus in Lucky Bunch auf die Füße und bekommen sie halt. Das ist genauso, da drinnen bewegst du. Das ist Fakt, das kann man sagen. Vielleicht gibt es mal einen Impuls, wenn man, wenn anders vorne hinstellt, vielleicht rennt die Kugel nachher vor oder schwarz. Ist das normal? Sonst ist es natürlich irrsinnig schwierig, was zu machen, wo man überzeugt, das muss man auch sagen, nur jetzt einen Schnellschuss zu machen, weil man sagt, okay, man startet was, da muss man aufpassen, weil sonst kriegt die Mannschaft, ich muss auch mal wissen, wo es lang geht, von der Situation, wie sie agiert, wer mit ihr spricht, was wir vorhaben, das ist Fakt, aber es ist nicht wegzuleugnen, dass wir uns halt momentan nicht belohnen für den Aufwand. Das ist nicht so ein Weg diskutieren und es ist wieder einfacher, uns wird nicht geschenkt, das ist so, und du weißt selber, du brauchst einfach positive
Erfolge, da brauchst du Ergebnisse, dass du wieder sagen kannst, das hebt ein bisschen. Ich glaube, man sieht mir gar nicht die Leute an, dass wir sagen, wir stellen da zwei Autobus rein und verbarrikadieren uns und das können wir nicht. Das ist nicht unser Spiel, wir haben von daher nicht die Typen, was vielleicht das waren, sind verletzt, dann nicht dabei, wo du agieren kannst, wo du sagst, okay, das ist und das müssen wir spielen. Und dann sind wir immer, die zwei Tage haben sie selber geschossen und das ist Fakt, das ist die Wahrheit. Und da wird es dann wird verdammt schwierig. Frage mit zum Elfmeter. Das ist natürlich ein glückliches Tor. War der ungerechtfertigt aus Ihrer Sicht oder war es halt unglücklich? Es gibt angeblich eine Regel, habe ich gehört, in der Regelauslegung, dass das kein Elfer ist in der Situation. Was praktisch, ich habe mir das ganz kurz drinnen erklären lassen, was da drauf fällst oder wie in der Situation, wo du dich stützt, was du nicht kannst, ist eigentlich, was ich jetzt gehört habe, kein Elfmeter zu pfeifen. Mit Vorbehalt ist bitte. Da kann ich nicht noch gegen Hobby jetzt gehört, ist so. Ist mir gesagt worden. Aber ich fange immer vom schon pfiffen. Und ich hatte da so einen halben Haus. Also aus Ihrer Sicht, was da auch nicht genau gleich. Ja, ich habe so eine Sekunde genauso gesehen. Was ja. Nützlich ist nicht mit mir gesagt worden. Wir müssen jetzt mal anschauen, die Zeit läuft noch mehr, aber wenn es so ist, ist es nicht unbedingt, dass man geben muss. Weil du das jetzt gerade vorher geschildert hast, du bist rund um die Uhr im Einsatz, ist es für den Verein ein schlechtes Zeichen, wenn du eigentlich der Hauptverantwortliche für die Trainersuche bist, der Hauptverantwortliche fürs Training und auch der irgendwie da trotz der Krise den Optimismus halten muss, das wird ja auch nicht ewig so gehen. Ja, ich glaube, man muss einfach stöhnen trotzdem. Also, der Verantwortung stöhne ich mich. Im Herbst war es super, haben wir den Schulterklopfertag gewesen, war ja auch nicht in der ersten Reihe vorhin, war weit weg und hat mir das auch in Ruhe angeschaut. Und da war alles gut, die Mannschaft war gut eingekauft, aber gut, alles war richtig und hin und her. Und ob sie, ich würde sagen, nicht so positiv gesehen, aber auch nicht in der Situation gesagt, vorsichtig sein, aufpassen im Fußball, aber da war ja nie in der ersten Reihe, auf der anderen Seite, wenn es scheiße ist, wenn es nicht rennt oder wenn du Probleme hast. Du musst die vier Stöcke nutzen, das ist so im Leben. Muss man Verantwortung übernehmen, muss man gehen, muss man sich trotzdem versuchen, es nutzt nichts, auch wenn es nicht so einfach ist, aber du musst einfach auf die Mannschaft positiv wirken. Du musst da am nächsten Tag, ich muss ja morgen wieder was trainieren gehen, du musst da einer den Glauben wieder zurückgeben, ja, und es sind noch Spiele da. So ist er nicht, es wird immer schwieriger, ist klar, aber du kannst trotzdem so wie aufgeben, weil die Regel ist. Du einen Brief und da stürme ich dazu. Man sagt, man kann dann eben vielleicht noch was finden, was der Mannschaft hilft, dann versuche ich alles, das zum Thema. Ich bin ja trotzdem im Sport verstanden, ich nenne ihn, wir sind ja schon in Kontakt und überlegen. Also ist ja klar, dass man redet. Ja, logisch. Wie gesagt, ob es die Kugel noch gibt im Talon, muss man schauen. Ja, ich bin der Letzte, ich sage es, wenn das passt, alles okay. Und ich sitze da rennen, wir sitzen da vor Ort in der Früh bis um 6 Uhr auf Nacht und denken nach und machen und tun. Und machen, schieben und tun. Und wenn es wirklich nur sein sollte, dann wollen wir es tun. Dann machen wir es auch. Dann muss man fragen, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Aber es gibt schönere Zeiten. Ja, aber da muss man jetzt durch. Das ist so der Vorrenner. Das ist nicht mehr leid. Sicher nicht. Eine Frage zur Mannschaft an sich. Es waren zwei Szenen, wo wir uns auf der Tribüne gedacht haben, es ist vielleicht auch ein bisschen ein naiver Zugang. Einmal, es ist nichts passiert, aber hat da Servania von hinten auf einmal nur im 16er ein Tackling gemacht, was er eigentlich fast der Öfer sein hätte müssen. Und auf der anderen Seite der George Davis rennt und der hält und hält und hält und rennt einfach weiter. Aber es ist nicht vollkommen, was du sagst, ist, ich konnte sagen, der ist nicht sagen, der muss er fallen. Der zieht ihn, wirklich, ob es ist wurscht, der zieht ihn gleich mal schon bis, der George ist ja nicht groß, bis zu den Knieknobe und warte schon. Und der George ist aber einer, der rennt. Das ist einer, wenn du schaust, wenn der einen Fehler macht, trotzdem er besser da aus. Er kommt zurück, er bleibt nicht stehen, er holt sich den Ball wieder. Es ist ein Spieler, der stirbt am Platz. Ja. Vielleicht müssen es ein paar andere, vielleicht tut dann da noch mehr Intus haben, also, wenn ich solche Sachen mache. In unserer Phase kannst du nicht stehen bleiben, musst zurückarbeiten. Du musst das extrem hart, es ist so, erarbeiten. Und in der Situation ist er halt zu brav oder zu ehrlich, was man essen soll. Also ist ja wurscht, ja. Aber der. Aber ist das nicht ein Zeichen, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen zu naiv in Abstieg kommt? Ja, naiv. Naiv, aber naiv. Ich kriege einen Alter, gerade der ruft den Halter vor 2 Metern ins Kreuz und hat einen Menüpunkt in den Nasen und wirklich, und da steht der Schiedsrichter daneben und
bisschen, aber ich glaube, der George ist nicht der Typ, der was sich dort absichtlich niederfallen lässt. Weißt du, so einer, das ist einer. Aber es ist immer noch der Hand und ist dabei und ist aktiv und versucht und probiert noch alles. Und George kennen wir, wie er ist. Das ist so einer. Nein, ich würde es nicht bezeichnen. Das ist nicht so. Kann man vielleicht sagen, dass es so ist, dass man möglich kann, wenn der Schiedsrichter hat, weil beim anderen Mannschaft wird auch, der streift den Spieler schon und der pfeift schon rein. Nein. Und bei St. Pölten ist es oft so, dass man so pfeift. Nein, glaube ich jetzt nicht. Weißt du, man müsste nachweisen, dass nicht den Schiedsrichter so wollen, sondern der Schiedsrichter hat die zwei Tore nicht geschossen, was wir gekriegt haben. Das war unsere Sache. Weißt, dass er wirklich gut drauf fällt, das ist wirklich, das ist ein Unfall. Das habe ich, muss ich echt sagen, das erste Tor selber geschossen. Also das ist die Ausbeute draus und das ist natürlich ein Wahnsinn. Das tut extrem weh. Mit dem Schiedsrichter kann man so und so sehen, okay, sich jetzt nicht so negativ. Das war, glaube ich, der schlechteste Berater, wenn du beim Schiedsrichter sagst, dann fangst du den Lärm an und das kann nicht.